KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen KinoCast. Hier ist der Chris. Hallo, hier ist der Erik. Achso, ja, genau. Ja, also nochmal. Einen wunderschönen guten Tag, hallo, so heißt es korrekt. Tag. Guten Tag. So, richtig Stimmung hier im Laden, hey. Richtig Stimmung, ja. Wahlergebnis in Frankreich, die Nazis haben nicht gewonnen, das ist schon mal gut. Wahlergebnis. Der Rest wird sich zeigen, ob es gut war oder nicht, genau. Ansonsten, Mbappé, hast du alles richtig gemacht. Ja, Tour de France war heute auch eine coole Etappe. Naja. Gut, wir haben Filme mitgebracht. Zum einen die Sneak Preview der vergangenen Woche, die hieß Am I Okay? Am I Okay mit Dakota Johnson. War, glaube ich, ein getippter Film, wenn ich mich recht erinnere. Ja, sprechen wir nachher drüber. Dann haben wir geschaut, auch eine Filmpremiere, die allerdings nicht im Kino ablief, sondern auf Netflix, nämlich Beverly Hills Cop, Doppelpunkt XLF, im Original heißt er nur XLF, und quasi Beverly Hills Cop Teil 4. Fünf, vier? Gab es einen vierten? Nö. Den dritten in diesem Vergnügungspark und dann war es das doch, oder? Habe ich einen vergessen? Stimmt, das war, ja, vier. Entschuldigung, die Meisterung. Der dritte war schon nicht gut. Ja, der dritte war witzig. Ich fand den ganz witzig. Wonderworld, Wonderworld. Naja, und ich habe noch einen Film gesehen, eher durch Zufall, nämlich Blood and Gold. Den gibt's auf Netflix auch. Wie kann man denn durch Zufall einen Film gucken? Und dann kriegst du manchmal unten drunter sowas empfohlen. Und ich habe da irgendwie so ein bisschen mal so runtergescrollt. Ich habe eigentlich noch irgendeine Doku gesucht und habe da so ein bisschen gescrollt. Da kommen ja immer die Vorschläge so, ja, was weiß ich, hier und die neuen Actionfilme, hier die neue dies, neue das. Und da war das irgendwie mit dabei. Und dann habe ich gesehen, oh, Peter Torwart hat da Regie geführt. Der von Bang Boom Bang. Und da habe ich gedacht, gucke ich mir doch mal an. Aber darüber reden wir auch später. Stattdessen geht es jetzt um Am I Okay? Sind wir okay, Chris? Bin ich okay? Am I okay? Geht's mir gut? Also auf dem Poster zum Film sieht man schon eine heulende Frau. Das zieht sich leider wie ein roter Faden durch den Film. Also wenn es irgendwas ist, neben irgendwelcher unsäglicher, unpassender Jazzmusik in irgendwelchen Filmen, ist es heulende Frauen, die einfach völlig theatralisch, also das kann ich nicht unbedingt ab. Und das war leider auch sehr oft in dem Film. Aber worum geht's denn, Chris? Es geht um Dakota Johnson. Die kennen wir ja aus dem 50 Shades of Grey und Drive Away Dolls und mal Frage, hast du den gesehen jetzt mal ganz ernst? Hast du einen von diesen 50 Shades Filmen gesehen? Weil wir machen uns immer lustig drüber. Ja, natürlich nicht. Ich auch nicht. Nee. Ich habe wirklich nicht gesehen. Also ich habe immer, der lief ja mal auf Sky und so, wenn ich da reingezappt habe, dachte ich, oh Gott, das ist schlecht, habe weitergeschaltet. Jetzt kriegt man natürlich viele Kommentare. Ja, ja. Ich muss ganz kurz berichtigen, aber Drive Away Dolls hat sie gar nicht mitgespielt. Sorry, da war ich gerade falsch drin im Kopf. Ja, auf jeden Fall Lucy und Jane, es sind beste Freundinnen, die leben in New York? Los Angeles? Nee, Los Angeles. Es müsste Los Angeles sein, von der Dings, ne? Leben in Los Angeles zusammen. Da und sind da super befreundet und Jane hat auch seit vielen, vielen Jahren einen Freund, wo sie hofft, dass der jetzt bald mal einen Antrag macht. Und die sind halt so komplett beste Freundinnen. Also Dakota Johnson ist Lucy und Sonoya Mizuno ist Jane. Und haben dann eben so, ja, eigentlich ist alles soweit okay, nur Jane fühlt sich nicht so ganz wohl in ihrer Haut, ist so ein bisschen, ja, irgendwas ist seltsam jetzt hier mit knapp über 30 und ja, passt alles nicht mehr so ganz zusammen, wie es schon mal war. Und dann kommt es dazu, also beste Freundinnen, ne, wissen alles übereinander, sind komplett wie Schwestern, werden sie auch schon, wurden schon tituliert, das ist schon dieses, haha, wissen ja wie Schwestern, oh ja, Schwester, oh, Schwester, okay, Schwester. Oh. Und es kommt dann eben, wie gesagt, dazu, dass Jane
ein Angebot bekommt, bei sich in der Firma ein eigenes Büro zu öffnen, allerdings in London. Und Jane ist total begeistert und nimmt das natürlich strahlend gerne an und verkündet dann auch ihre Entscheidung. Sagt auch, ja, und mein Verlobter oder mein bald Verlobter wahrscheinlich oder mein Freund, der kommt ja auch mit und reißt quasi alles dort nieder, inklusive der Freundschaft. Und Lucy hockt halt dran, so, ja, scheiße. Und dann stellt Lucy außerdem noch fest, irgendwie, dass sie, Achtung, auf Frauen steht. Ja. Und dann beginnt das Ganze eben, dass die Freundschaft anfängt zu bröckeln, weil die eine natürlich für sich in der neuen Situation ist, die andere den neuen Job vor Augen und alles hinter sich lässt und das soll dann früher losgehen und hast noch nicht und weißt noch nicht. Und dann kommt noch Brittany aus dem Massagestudio, wo eben Lucy arbeitet, die so auch komische Anspielungen immer macht an Lucy und die daten sich dann tatsächlich auch mal und haben ganz lustige Ideen wie, hey, wir machen eine Anziehparty, wo Brittany Klamotten mitbringt und da passiert es eben. Sie küssen sich und wachen am nächsten Morgen nebeneinander auf und ja, das war dann so quasi die erste Erfahrung, aber sie konnte es nicht mit ihrer Freundin teilen, die dann auch noch Geburtstag hat, die dann auch noch Stress mit ihrem Freund dann doch hat, von dem sie eigentlich gehofft hat, dass er sie jetzt endlich mal heiratet. Und dann redet man natürlich schon Ewigkeiten nicht mehr miteinander und ja, es ist dann, man merkt vielleicht, mir geht schon langsam die Luft aus und sowas bei dem Film halt auch, weil es halt extrem dünn ist. Also es ist eine extrem dünne Story mit, was soll ich sagen, mich hat es nicht so mitgenommen, also mich hat es nicht so angesprochen, weil ich habe gedacht, ja, okay, schön, werd deines Lebens Herr. Guck da durch, guck, dass du dich durchsetzen kannst. Sonoya Mizuno fand ich ganz ansprechend eigentlich in dem Film, die fand ich ganz nett mit ihren Macken und wie sie halt beide ihre Macken so haben, aber ansonsten, ja, es ist viel Gerede, viel Geheule. Ja. Und halt so eine eher dünne Story, die da erzählt wird. Habe ich da jetzt was vergessen? Ich glaube nicht. Nee, das war es schon eigentlich. Also gut, was man vielleicht noch an sich noch ergänzen könnte, also ihre Freundin, mit der sie ja zusammen irgendwie arbeitet. Nee, arbeiten die zusammen? Nee. Nein. Ach, nee, die hat das Büro, ist was anderes. Ja, die nimmt das halt eigentlich alles ganz, ganz locker. Die sagt, ja, dann mach doch halt einfach und so, was ist da das Problem? Und sie macht sich aber das Problem im Kopf und so und da. Das ist eigentlich dann, ja, naja, das einzig Überraschende, falls ich jetzt da irgendjemand, spoilern tue ich ja nicht, aber das einzig Überraschende, was nicht passiert ist, ist, ich dachte erst, die zwei kommen zusammen. Also, ja, weißt du, das war das einzig Überraschende, dass das nicht passiert ist. Alles andere war gähnend langweilig und dafür. Also wer da so hinter der Kamera war, da war ja zum Beispiel die eine Regisseurin, Tig Notaro, die kenne ich zum Beispiel aus The Morning Show, die ist ein bekannter Stand-Up-Comedian und der ihre Stand-Ups-Sachen, die sind wirklich richtig cool und spitz und das hat mir alles gefehlt hier in dem Film. Also da war ja, das war ja alles Rosamunde Pilcher mäßig aufbereitet, so ein Coming-of-Age, Coming-Out. Weil eigentlich, ja, merken das ja die meisten früher, dass da irgendwas ist. Also eigentlich ist so ein bisschen Coming-of-Age-mäßig so, jetzt erkenne ich das, was mich wirklich und jetzt date ich hier und so. Also eigentlich hätte das jemand sein müssen, die irgendwie, weiß nicht, 17, 16, 18 ist oder so, die drehe und nicht 32. Ja, das war ja der Kniff hier in dem Film. Ich wollte ganz gut genau dasselbe sagen. Das war der Kniff, das war das Besondere. In den USA, also er lief zwar auf dem Sundance Film Festival, aber so wahnsinnig viel ist da jetzt nicht zu mir rübergeschwappt. Also ich kriege ja immer viel mit in den Film-Bubbles, wenn da irgendwie ein Film auf dem Festival irgendwie gut angekommen ist oder so. Habe ich von dem Film jetzt hier nichts gehört.
Und in den USA lief der auch nicht im Kino, sondern direkt auf HBO Max, wo er eigentlich auch hingehört. Also quasi, wir haben ja auch den XLF-Film, den wir nachher besprechen. Der kommt ja direkt auf Netflix, lief ja auch nicht im Kino. Ja, weiß nicht, ob der überhaupt jetzt doch ins Kino kommt. Der hat zwar einen Starttermin für Europa und für Deutschland, aber ja. Aber ja doch, der läuft, glaube ich, an ab Donnerstag oder sowas. Jetzt ist schon. Oder er läuft jetzt schon, oder er läuft am Donnerstag. Ich glaube, er läuft seit Donnerstag. Andersrum. Ja. Also, aber. Hat natürlich so sein Publikum. Ich meine, ja, es ist natürlich ein Film über zwei Freundinnen. Trotzdem ist es nicht so der Ladies Night-Film, weil es ja doch ein bisschen thematisch in eine andere Richtung geht. Ich denke mal, das ist eher was, ohne dass ich das jetzt gesehen habe. Sorry, wenn ich da jemanden zu nahe trete, wie diese 50 Shades of Grey-Filme, die ja auch eher so. Ja, so ein bisschen so braves Mädchen entdeckt irgendeine was an sich und das ist ja auch alles über Twilight Fanfiction war das ja, glaube ich, ne? Wenn ich mich recht erinnere, dieses 50 Shades oder so. Das, ja, war es das? Ich habe keine Ahnung. Oder war es umgekehrt? Ist Twilight? Nee, umgekehrt. Nee, stimmt schon. 50 Shades war Twilight Fanfiction und irgendwie so in der Richtung und naja, oder in irgendeinem Fanfiction-Forum, ach, weiß was ich, wer es besser weiß, kannst du auf als Kommentar schreiben auf kinocast.net, aber das wirkt halt auch alles sehr, sehr brav und sehr gut inszeniert und so und ja, ich weiß nicht, ist vielleicht dieselbe Zielgruppe, aber für mich, also für uns war es jetzt auch nichts. Nee, für mich war es tatsächlich ja. Eher so, puh. Ja, ich gönne es jedem, der da Spaß dran hat in diesem Film. Es freut mich für jeden. Es ist immer gut, wenn ihr da auch ins Kino für geht. Nur die Erwartungen würde ich jetzt mal relativ niedrig hängen. Ich meine, da gibt's auch bessere Filme, die das so thematisch aufbereiten, so ein Coming-out oder so ein entdecktes Coming-out, so ein relativ spätes oder so, aber nicht wie hier, nee. Ich weiß nicht, kann irgendwie nicht so viel der Film, leider. Wie war es denn in der Sneak? Sind da welche rausgegangen? Oder weil habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Wir haben ja manchmal so schwäbisches Publikum, ja, so eine Sauerei hier. So wie das bei dem einen Film, bei ja, das Bros, glaube ich. Ne? So eine Schweinerei, rausgegangen. Nee, tatsächlich. Nicht? Nee, tatsächlich da nicht. Wie gesagt, es war, ja. Man hat es so ein bisschen akzeptiert. So ein bisschen aktiviert. Man hat so ein bisschen akzeptiert, was da wohl kommt und ja. Ja, IMDb hat ja so ungefähr 6 von 10. Ich liege da ein ganzes Stück drunter. Ich auch. Ich liege da bei 3,5 von 10. Hey, du hast es nochmal runtergewertet. Ich liege nämlich bei 3 von 10. Ich habe nur gedacht, so, oh, hier gibt 4, wow. Ja, ist. Der Soundtrack war auch ganz nett, so fand ich. Oh, war ja. Gut, ich habe tatsächlich heute beim Musiktipp habe ich was drin ja. Davon, aber that's it auch schon. Also. So, also ja. Wir waren da nicht so okay damit, aber falls es jemanden oder jemand, also irgendjemand draußen gibt, der sagt, oh, das ist ein sehr guter Film, der oder die sagt draußen, sehr guter Film, dann ruhig mal einen Kommentar schreiben und mal beschreiben, warum der gut ist, warum er euch berührt hat. Ja, weil wir konnten es jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Wir sind wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe dafür. Definitiv nicht. Das sage ich ja, definitiv nicht. Gucken also wir da mal lieber in die Sneak-Tipps rein, was da eventuell kommen könnte. Wie lautet denn da dein Hinweis für morgen? Das ist die Sneak 1224 am 9. Juli 2024. Und der Tipp lautet, das ist doch alles Käse. Da gibt es tatsächlich anderthalb Tipps, denn ich habe getippt, relativ schnell kam mir das in den Sinn hier, To the Moon, weil ja wegen Käsemond und so weiter und das ist ja auch so ein bisschen, nicht Satire, aber ein bisschen, ja, die stellen dann auch parallel noch die Mondlandung nach und filmen das, falls irgendwas schief geht und so, das ist alles ein bisschen mit Augenzwinkern gemacht, das könnte schon sein. Dass das kommt. Oder dann hat nämlich der Martin, der sehr häufig sehr richtig tippt, der hat geschrieben, ja, er tippt auch auf To the Moon
Und damit da nicht nur ein Tipp steht, habe ich gesagt, ja, es könnte auch Die wilden Mäuse kommen. Das ist ein Animationsfilm, der demnächst anläuft, nämlich am 15.8. Also das könnte passen vom Startpunkt her, wo es da so ein paar Mäuse geht. Und das Ganze ist so ein bisschen angelehnt an die griechische Mythologie. Also die begeben sich dann, glaube ich, auf das Schiff von Odysseus oder so, der da seine Reisen macht. Ja, wer weiß, könnte passen. Vielleicht wird es auch To the Moon. Mal gucken. Wir werden es morgen erfahren. Und für alle, die jetzt das nur so am Rande vielleicht mitbekommen, das Sneak wird es nämlich morgen erwähnt, aber vielleicht hört ihr ja nur den Podcast. Es wird dann in der Gruppe eine kleine Änderung geben. Man kann ja bis jetzt immer auf Facebook abstimmen, wie einem der Film gefallen hat und ob man den weiterempfiehlt. Dieses Posting an sich wird es noch weiter geben, aber wir machen dann, wenn alles klappt, wir testen das gerade so ein bisschen, wir machen dann einen Link, der zu kinocast.net führt und wir machen dann dort das Voting und dann kann man auch dort kommentieren und so weiter, weil der Chris hatte festgestellt, immer wenn er gesagt hat, dass die Sneak-Zuschauer abstimmen sollen auf Facebook, haben halt manche, gerade von den Jüngeren, gesagt, ja, ich habe ja überhaupt kein Facebook mehr. Was wollt ihr, Boomer, hier von mir? Und deswegen haben wir gedacht, naja, vielleicht probieren wir es mal, machen es mal auf der Seite, auf kinocast.net und dann schauen wir mal. Das wird theoretisch ab morgen, wenn alles klappt, dort laufen, ändert sich nicht viel. Ansonsten lesen wir hier auch alles immer noch vor. Wie gesagt, gibt halt das Posting noch, aber ja. Die Auswertungen werden besser und wir hoffen damit auch, dass das mehr Leute da dran teilnehmen. Der Link dazu wird dann auf kinocast.net verweisen. Okay, ja, dann sind wir ja schon bei den Charts und Neustarts, weil wir haben sonst im Kino nichts gesehen. Das andere war ja Heimkino. Dann gucken wir mal. Kino, Charts und Neustarts. Hattest du eigentlich Charts bekommen? Weil ich habe keine gefunden. Moment, ich muss kurz gucken. Das war die Top 5. Am 1. Juli habe ich was bekommen, ja. Der 1. Juli ist aber schon 6 Tage her. Das passt ist. Wir kriegen ja immer die von da. Das sind die? Okay, na dann habe ich sie auch. Dann habe ich sie doch. Dann fang mal an. Platz, yes, oh, was ist denn das? Ich glaube Platz, warte mal, da gab es nämlich ein Special in Innenstadtkinos. Irgendwie die indischen, indische Wochen haben die ja, wo halt irgendwelche indischen Filme laufen. Ich glaube die bereinigte Fassung, nee. Okay, also ui. Ich sehe nicht ganz durch. Also wir fangen einfach mal ohne Platzierung an. Ich würde sagen... Ich glaube, A Quiet Place Tag 1 ist Platz 4. Bin ich mir nicht ganz sicher, weil Bad Boys ist ja nur einmal drin. Und A Quiet Place ist doch in einigen Vorstellungen. Ist ein bisschen gerade jetzt. Ich glaube, es ist so. Man möge mich korrigieren. Alles steht Kopf 2. Dann... Ach nee, Quatsch. Entschuldigung. Quiet Place Tag... Nee, ach, Bad Boys, so jetzt, Bad Boys, dann kommt Quiet Place, dann kommt Alles steht Kopf 2. Und dann kommt wahrscheinlich Kalki und dann kommt Alles steht Kopf 2, hätte ich jetzt gesagt. Oder so, ja. Kalki 2898 AD ist so ein indischer Film. Klingt nach einem Science-Fiction-Film im Jahr 2898 oder so. Kam wohl ganz gut an. Ja, wenn der da mehrere Säle ausgebucht hat, mehrere Vorstellungen, ja. Kann schon sein. Gibt es so eine große indische Community in Stuttgart? War mir bis jetzt gar nicht so bewusst, aber gut, vielleicht ist es ja übersetzt. Gibt ja viele so Bollywood-Fans, die das gerne gucken. Na gut, was zum Thema Alles steht Kopf 2. Also hier bei mir im Hause, ich hatte ja erzählt, meine Frau war mit einem Kleinen im Kino in Alles steht Kopf 2 und jetzt vergangene Woche war meine Tochter mit ihrem Freund auch im Kino. In Alles steht Kopf 2. Ja, und? Also die sind alle begeistert. Ja, also es muss ein richtig guter Film sein. War ja der erste Teil auch schon. Ich habe es wohl noch nicht gesehen. Also der hier über Kinofilme redet. Sollen wir zusammen reingehen, Erik? Gucken mal, wenn mal irgendwann nichts, wenn das Sneak irgendwie ein komischer Film kommt, dann gehen wir in einen anderen Saal. Schleichen wir uns rüber. Ja, weil bei den Neustarts, wenn ich das nämlich sehe, wird es schwer für Alles steht Kopf 2. Kann ich jetzt schon mal spoilern? So, was läuft da? Ach ja, Ich einfach unverbesserlich 4 läuft da an. Am 11.7.
Der vierte genau. Teil der beliebten Filmreihe rund um den ehemaligen Bösewicht Gru, seine Familie und die Gefolgschaft der kleinen Minions. Das könnte natürlich sein, dass der Besucher abzieht. Ja, und das, was da passiert, ist doch auch alles Käse. Führer und Verführer, ein Dramafilm, ein historisches Drama zur NS-Zeit, das die Jahre zwischen 1938 und 1945 und insbesondere Goebbels Propaganda genauer betrachtet. Können wir jetzt sagen, hier ist doch eher eine Doku, aber ich finde, das sollte man schon erwähnen, weil ich glaube, der hat ganz schön Potenzial, um sich das mal anzuschauen, wie das damals ablief, wie das Volk sich hat beeindrucken und einlullen lassen teilweise auch. Und wie da in Feindbilder aufgebaut wurden. Und vielleicht schafft es ja der ein oder andere, der das sieht, wenn der Film wirklich so ist, wie ich es hoffe, dass er zur aktuellen Situation vielleicht so ein bisschen die Brücke schlagen kann und feststellt, oh, Faschisten bleiben ja Faschisten. Ja, das Problem ist, dass die Leute, die eigentlich was draus lernen müssten, sich sowas gar nicht anschauen. Ja, das könnte wohl wahr sein. Ja, die leben in ihrer Filterbubble. Okay, es läuft auch noch an Twisters, das Remake. Oh, ein Remake des 96 erschienenen Katastrophenfilms mit Daisy Edgar Jones und Glenn Powell natürlich. Wo spielt er nicht Glenn mit? Paul, ja, Glenn Powell. Der hat ja hier so eine Sneak-Serie. Vielleicht kommt ja der auch, weil da auch alles Käse ist. Ist da alles Käse? Ja, dann startet noch ein Film, der, wo ich niemals gedacht hätte, dass der wirklich ins Kino kommt, weil ich dachte, der läuft exklusiv auf Apple TV Plus. To the Moon, die Liebeskomödie mit Scarlett Johansson und Channing Tatum, wo wir es schon vorher davon hatten bei den Sneak-Tipps. Läuft auch noch an ein kleines Stück vom Kuchen, ein iranisches Drama über eine 70-jährige Witwe, die beschließt, ihr Liebesleben wieder aufleben zu lassen und eine unvergessliche Begegnung macht. Vielleicht ist es ja ein Käsekuchen. es bleibt spannend. Ne? Dann läuft noch ein Drama. Madame Sidonie in Japan. Französisches Liebesdrama mit Isabelle Huppert, die als Autorin zur Neuauflage ihres Buches nach Japan reist und mit ihrem Verleger das Land erkundet. Okay. Die knutschen auf dem Bild. Ich glaube, die erkunden noch ganz andere Sachen. Das heißt ja auch Madame Sodomie. Es läuft auch noch an. Ja, genau. Es läuft auch noch an Pulled Pork. Mal gucken, ob das hier überhaupt anläuft. Mal schauen. Hier steht gerade gar nichts. Nee, läuft gerade gar nicht. Läuft nicht an. Steht nicht bei filmstarts.de drin. Dann läuft es nicht an. Was ist das? Natascha's Tanz, eine Schwarz-Weiß-Tragikomödie des niederländischen Filmemachers Jos Stelling. Und das war's, glaube ich. Ja, das andere läuft auch nicht an. Ja, da sind ja einige Sachen dabei. Also ich glaube, ich einfach unverbesserlich 4, To the Moon, Twisters, das sind schon welche, die ganz schön was abziehen an Besuchern. Was man auch nicht unerwähnt lassen sollte, es kommt ein Film nochmal ins Kino aus dieser Reihe Best of Cinema. Nehme ich mal an, dass es die Reihe ist, beziehungsweise hier bei filmstarts.de stehen 3 Filme von Roland Emmerich drin fürs Kino. Oh. Nämlich Moon 44, Joy und Hollywood Monster. Deswegen ja, gibt es vielleicht so eine Reihe jetzt, wo sie die Emmerich-Filme, kann man ja mal erwähnen hier, der ist ja hier aus der Ecke, ne? Ja, ist ja. Er. So, naja, da haben wir das auch abgehakt hier, die Neustarts. Sind schon einige Sachen dabei, die mich interessieren. Mal gucken, ob ich es irgendwie mal ins Kino schaffe. Ja, Kate wird auf jeden Fall in Twisters rennen. Das kann ich schon spoilern. Okay. Cool. Das wird, ja, es ist genau ihrs. Also das hoffentlich fliegt wieder eine Kuh. Ja, ey, wäre kein richtiges Remake, wenn nicht. Also das wäre sehr enttäuschend, wenn nicht. Vielleicht fliegen ja 2 Kühe. Gut, gucken wir mal ins Heimkino. Heimkino. Beverly Hills Cop, Axel F. Das Thema war durchaus wieder drin, ne? Obwohl. Das war immer drin. Harold Faltermeyer hat ja gar nicht, hat er da was mitgemacht? Ich weiß gar nicht. Hab gar nicht gesehen, aber das war ja in diversen Mashups und sonst was alles drin und auch teilweise das Thema nochmal ein bisschen abgewandelt und so. Das war schon sehr, sehr nostalgisch. Also zu Beverly Hills Cop, zu dem ersten Film habe ich ja ein ganz besonderes Verhältnis, weil das war einer der wenigen Westfilme, die damals auch in der DDR liefen. Liefen nicht viele und
wenn die mal was eingekauft hatten für harte Devisen oder durch Gefangenenaustausch irgendwie, dann liefen die auch sehr lange. Also Dirty Dancing lief sehr lange, E.T. lief sehr lange, Unheimliche Begegnung dritten Art lief sehr lange, dann Beverly Hills Cop. Und das waren halt hauptsächlich immer Filme, wo so ein bisschen auch, ja, die auch so ein bisschen die amerikanischen Way of Life so ein bisschen kritisiert haben. Und das war natürlich im ersten Teil ja auch, wo dann nach Beverly Hills und so. Naja, und ich habe den sehr oft gesehen. Also im Kino auch. Und wir hatten den auch, ich habe den auch im Ferien, ich habe ja selber mal, war als Filmvorführer tätig, habe einen Filmvorführerschein gemacht und habe ich den dann auch in der Schule, in den Ferien, hatten wir so einen Filmvorführerraum, habe ich den dann vorgeführt, richtig mit Filmrollen. Ich habe den zigtausendmal gesehen. Also, ja. Ich mag den Film einfach. Der hat bei mich, der hat für mich auch immer noch, ich weiß nicht, beim zigtausendsten Mal habe ich noch, mich noch mit reingesetzt und habe mir den nochmal mit angeguckt und ich konnte zeitweise den ganzen Film mitsprechen. Das war wirklich... Ja, aber ich liebe den tatsächlich ja. auch. Also ich liebe die beiden auch oder die ersten drei tatsächlich auch. Den ersten ganz besonders. Den zweiten, der lief dann nicht bei uns im Kino. Ich weiß nicht, wann der rauskam. Vielleicht war das so in der Wendezeit und da war ich dann nicht im Kino. Habe ich dann irgendwann auf Pro7 hier mit Brigitte Nielsen und so und den dritten dann irgendwie in der Videothek mal. Aber wie gesagt, speziell der erste und dadurch, dass dieser vierte Film, der jetzt rausgekommen ist, der versucht so ein bisschen an den ersten anzuschließen. Also das merkt man auch. Und es geht darum, dass, weiß gar nicht mehr, wie hat denn der angefangen, der Film überhaupt? Was war denn so der Aufhänger, dass sie ihn wieder aktiviert haben? Wie war denn das? Was? Nein, der war doch unterwegs, der war beim Eishockey zu Beginn. Genau, der war beim Eishockey. Der genau, und hat da irgendwie... Red Wings gegen... Detroit Red Wings hat, gegen Las ach, Vegas genau, Knights. Der hat seinen besten Kumpel dahin geschleppt oder... Na, seinen Kollegen. Ja, seinen Kollegen, der aber irgendwie nie einen richtigen Fall gelöst hat. Irgendwas war doch da. Ja. Der hat es irgendwie nie richtig hingekriegt. Und genau, und dann hieß es dann, dass dort irgendwie ein Überfall stattfindet. Und ja, dieser Überfall wird dann auch vereitelt, aber endet dann natürlich im riesigen Fiasko mit Straßenschlachten, mit Schießereien und so weiter. Und wie es dann halt immer ist, er wird dann suspendiert. Und die Spur zieht sich aber dann auch, nicht davon, aber er bekommt dann auch einen Anruf aus Beverly Hills von seinem, boah, ich krieg's irgendwie gerade nicht mehr zusammen, hilf mir mal ein bisschen. Ich hab's gesehen, aber ich bin heute ein bisschen durch. Nein, also er kriegt einen Anruf von Billy Rosewood, den man da auch schon aus den ersten Teilen kennt, seinem alten Kumpel. Dass da irgendwas dran ist, ne? Genau, und dass er da vielleicht mal seine Hilfe bräuchte und auch weil wegen seiner Tochter und blablabla. Und dann macht er sich halt ein weiteres Mal auf nach Beverly Hills. Während er also in Detroit Chaos hinterlässt, mehr oder weniger, geht's ab nach Beverly Hills. Und dort sollte Billy ihn eigentlich vom Flughafen abholen, aber Billy ist nicht da. Und dann weiß er auch nicht so recht, wie und was da los ist, geht dann... Erst auf die Suche nach seiner Tochter erstmal, kommt natürlich von einem Schlamassel in den nächsten, trifft dann auch auf dem Polizeirevier auf Taggart wieder, den anderen alten Kopf von früher, der erzählt dann hier, ja, und Billy ist ja ausgestiegen bei der Polizei und jetzt Privatermittler und oh, der ist voll durchgeknallt und was weiß ich was. Und da treffen sie dann auch auf Kevin Bacon, der auch schön die Rolle hat mit hier, ja, von wegen, ja, der man merkt schon, dass es stinkt, also dass er der Bösewicht in dem Film ist. Der ja. Irgendwelche sagen, ja, das ist so fürchterlich offensichtlich. Es ist so ein bisschen eine Ansammlung von Altstars oder von alten Schauspielern in dem Fall, weil Rosewood und Taggart, ja, also boah, ich weiß gar nicht, aus welcher Kiste die wirklich rausgeholt haben oder aus welchem betreuten Wohnheim teilweise. Und und so entspinnt sich eben dieses Ding, dass da seine Tochter als Anwältin unterwegs ist und die möchte oder verteidigt einen Mexikaner, der irgendwie da auch so halb im Kartell mit drin hängt, aber eigentlich da gar nichts mit zu tun hat, dem was angehängt wird. Und da gibt es Beweismaterial und Rosewood hat das Beweismaterial und die Bösen haben Rosewood, aber nicht das Beweismaterial und so weiter. Also es entwickelt sich quasi so ein, ich will jetzt nicht sagen, so ein typischer Beverly Hills-Kopffall, aber genau das ist es. Ja, ich muss sagen,
Hat aber Spaß gemacht. Ich hatte echt Spaß. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe bei dir schon ein bisschen rausgehört, dass du es wahrscheinlich nicht so cool fandest. Es war ganz witzig. Also ich fand es halt dahingehend so ein bisschen lustig, dass sie es echt geschafft haben, keine großartigen Verfolgungsjagden zu Fuß mehr zu machen, sondern alles. Er hat sich auch selber so ein bisschen lustig gemacht. Ne? So, ja, ja. Alles ist irgendwie mit dem Auto oder mit einem Helikopter passiert oder mit was weiß ich was. Oder wenn es mal die Treppe hochging danach irgendwie. Ja. Also ja. Ich mochte auch die Leute, die sie zusätzlich reingebracht haben, wie eben Joseph Gordon-Levitt und so weiter, habe ich echt gefeiert. Und ja, und dann die aus dem ersten Teil wiederzusehen, manche, ne? Also es hat natürlich auch gepasst. Da haben natürlich auch viele das ein bisschen wieder aufgegriffen, so bestimmte, ja, bestimmte Sätze, die sie im ersten Teil gesagt hatten oder was da so gefallen ist, wo dann Billy sich dann so hinter diesem Ding da verschanzt und dann irgendwie so schießt und hat keine Munition mehr und so weiter. Da war ja auch im ersten Teil das, ja, kennst du das Ende von Butch Cassidy in The Sundance Kid, wo die beiden da drin sind und keine Munition mehr haben und draußen ist die ganze mexikanische Armee und dann sagt ja irgendwie Taggart so, Billy, irgendwann werden sie dich kriegen. Yeah. Und irgendwie springt er dann so auf, hält seine Marke hin, ne? So, sie sind alle verhaftet. Ja. Also es ist schon einiges dabei, was so ein bisschen klassisch ist, angelehnt an den ersten Teile einfach. Aber du merkst, dass sie einfach tierisch alt geworden sind. Sie haben es auch in die neue Zeit gebracht, fand ich, so von humormäßig. Ein Stück weit, ja. Aber auch so, ja, dezent. Manche sagen, also man merkt halt, okay, da war jetzt so ein Witz, der wäre jetzt im Original, wäre der anders gekommen, ne? Aber hier haben sie das eben so in die Richtung oder dass ich eben, es war halt nicht so ganz, ja, es gibt ja so andere Remake-Filme, wo sich dann manche wirklich so benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen und wo du dann merkst, da die können halt nur die alten Sprüche aus den 80ern vielleicht bringen konntest, aber jetzt heutzutage eben nicht mehr, sondern das merkst du halt hier, dass es doch etwas dezenter ist, also nicht ganz so trampelhaft und man merkt so, okay, ja, echt cool und ja, der Soundtrack ist der Hammer, wie auch beim ersten Teil war der auch der Hammer, beim allerersten und ja, jetzt auf Netflix, ich hätte ihn eigentlich fast gerne im Kino gesehen, so, ich glaube in der Sneak wäre da top gekommen. In der Sneak wäre es super angekommen, auf jeden Fall. Der wäre so super gekommen. Hat doch eine entspannte Laufzeit, irgendwie so, ja, nicht ganz 2 Stunden und so. Ja, das, ja, doch. Ich glaub, aber es ist halt immer irgendwas passiert, es war immer irgendwas Witziges oder man konnte auch gut folgen, da waren jetzt nicht irgendwelche Sachen, die jemand aus Not gezaubert hat, wo ich, ja, okay, jetzt habe ich den entscheidenden Hinweis durch Zufall erlangt oder so. Das ist ja manchmal bei solchen Filmen. Ja, aber es war schon ein bisschen holprig, aber also es war nicht immer alles so ganz glatt. Was ich aber gut fand, muss ich sagen, war Joseph Gordon-Levitt. Den fand ich eigentlich ganz, ganz sympathisch. Hab ich das gar nicht so richtig erkannt. Hä, ist der das? Und dann dachte ich, ja, okay, er ist es. Ja, den fand ich wirklich ganz, ganz entspannt da eigentlich auch. Der hat eine gute Note noch mit reingebracht. Aber so komplett retten konnte er den Film auch nicht. Also es ist schon, ich weiß nicht, es wirkte schon so ein bisschen gewollt teilweise. Und das fand ich schade. Ich fand ihn auf jeden Fall besser als den dritten. Da gibt es ja auch so eine Szene im Film, wo du so Bilder siehst aus den anderen und sagst, ja, okay, das hier war jetzt nicht gerade deine Sternstunde. Das war genau was aus dem dritten Teil da und so. Also eine schöne Unterhaltung, der ganze Film. Macht echt. Ach, übrigens, Musik hat doch Harold Faltermeyer hier Credits. Ah, ja. Sehe ich gerade. Ist auch von Don Simpson, Jerry Bruckheimer produziert. Ich mochte auch den Anfang, so wie du dann so reingesaugt wirst in den Film. Das ist ja auch immer sehr wichtig, dass das nicht irgendwo komisch ist oder ja, das. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich lese meine so eine These, die ich so am Ende des Films hatte. Aber der Film fängt von seiner Stimmung her und wie er gedreht ist, in den 80ern an und kommt dann so langsam über die 2000er zur Jetztzeit. So von der Art her, von den Schnitten her, von den Kameraeinstellungen her. Aber ich wollte da, um das zu belegen, wollte ich mir gerne nochmal angucken. Weil ich glaube,
ich habe mich dann am Ende des Films, wo es dann ein paar hektischere Schnitte, fast so ein bisschen, ja, TikTok-Style wollte ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen heftige Schnitte und so, habe ich gedacht, Mensch, das war doch am Anfang jetzt noch nicht. Da waren doch eher so lange Einstellungen und gefühlt am Anfang auch handgemachte Action-Szenen. Und später waren dann so ein paar Action-Szenen, die völlig drüber waren, wo du gedacht hast, ah, okay, das haben sie jetzt bestimmt irgendwie getrickst oder so. Deswegen, ich habe ja die Möglichkeit, ich kann den dann ruhig nochmal gucken und dann werde ich mich selber dann nochmal überprüfen. Vielleicht weiß es jemand da draußen, dann gerne einen Kommentar, kinokast.net. Da würde ich mich freuen. Vielleicht gibt es ja auch schon, gibt ja dann meistens auch schon relativ schnell, wenn das so ein weltweiter Launch ist von so einem Film, gibt es da dann bestimmt doch relativ schnell schon irgendwelche YouTube-Vergleiche oder irgendwelche Ausarbeitungen und Videos. Vielleicht hat da jemand schon irgendwas gesehen und kann mir mal schicken. Also das ist jetzt nur so meine Theorie. Auch so musikmäßig. Es war am Anfang so ein bisschen 80er-mäßig. Viel Synthpop und da war natürlich auch das Originalthema drin und dann ging es halt immer mehr bis hin zu irgendwelchen Mumble-Rap, wo das dann auch mit drin war und wie es halt jetzt so modern ist. Haben sie gut die Zuschauer abgeholt, die Fans der alten Teile. Ja, ich denke, man kann sich's schon nochmal angucken. Es ist, ja. Jetzt, wo ich so drüber rede, ich gebe mal noch einen halben Punkt mehr. Ich gebe 7,5 von 10. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich hatte wirklich eine ganze Zeit ein Schmunzeln. Manchmal habe ich ein bisschen gelacht und so. Hat mir echt Freude gemacht und hat mich an die alten Zeiten mit Beverly Hills Cop 1, deutscher Zusatztitel, Ich löse den Fall auf jeden Fall, erinnert. Ja, Gott, ich erinnere mich, ja. Oh Gott, ist das so mies. Ich gebe ihm 6 von 10 Punkten. Ja. Also ruhig mal reingucken. Ich glaube, hat mehr Spaß, wenn man natürlich die alten Teile kennt, aber wer jetzt da mal reinschnuppern will, wer die alten nicht kennt, kann hier auch, denke ich mal, ein bisschen Spaß haben. Okay. Spaß hatte ich auch mit einem Film, der heißt Blood and Gold, hat einen Streaming-Start, sehe ich hier, 26.05.23, also ist ein bisschen schon eine Weile draußen und ich hatte es ja vorhin schon im Vorgespräch oder in der Einleitung erwähnt, ich habe bei Netflix so ein bisschen durchgescrollt, habe eigentlich nach irgendeiner Doku gesucht, die ich schauen wollte. Wollte gucken, ob es da was gibt und habe da so runtergescrollt und da kommen ja immer so Kategorien, was weiß ich, Actionfilme oder die haben ja auch so manchmal so komische Stichwörter wie mitreißend oder irgend sowas. Und irgendwie stand wirklich als erster Film ganz links Blood and Gold und da stand irgendwie da, dass es ein Film von Peter Torwart ist. Und also Peter Torwart, ja, sollte eigentlich jedem und jeder, der irgendwie ein bisschen was zu tun hat mit Filmen und sich für Filme interessiert, schon ein Begriff sein. Also wir hatten ihn ja in der Sneak Preview mit dem Film Der letzte Bulle zuletzt. Kannst dich vielleicht erinnern. War ja auch ganz cool. Yep. Und mir ist er natürlich, der ist ja ein Kultfilmregisseur von Bang Boom Bang, der übrigens jetzt, ich glaube, 25 Jahre alt ist. Ja. Da hat jetzt Oliver Korytke, genau, hat gepostet auf Instagram, so, ja, jetzt 25 Jahre. Und ich habe da nur so kommentiert, was, das ist doch noch keine 25 Jahre her, der Film. Also, so ein geiler Film, Bang Boom Bang, wer es nicht kennt. Und auch die anderen Filme, Was nicht passt, wird passend gemacht, Goldene Zeiten und so weiter. Ich liebe die Filme, die sind toll, ich gucke sie mir gerne an. Und ich habe echt nicht gewusst, dass der einen neuen Film hat. Das Schande ist. Also Marketing funktioniert da nicht so gut. Blood and Gold. Und bei Blood and Gold, wir hatten ja in der Sneak Preview diesen Film Sisu. Du kennst dich bestimmt erinnern. Yep. Der irgendwo in Skandinavien, weiß nicht mehr genau, wo das war. Dänemark, Norwegen, Schweden, keine Ahnung. Glaub. Wo irgendwie die Nazis da noch aktiv sind, aber so halb auf dem Rückzug sind, weil das spielt 1945. Und dann ist halt so ein Typ, der da da so irgendwie durch die Prärie reitet, ist jetzt mal und von so einem deutschen Trupp da aufgegriffen wird und die sehen dann, dass er halt Gold hat und jagen den dann. Ein bisschen so ähnlich ist es hier auch. Hier geht es darum, dass ein Lancer
Heinrich heißt er, gespielt von Robert Maser, der ist fahnenflüchtig. Also der hat einfach kurz gesagt keinen Bock mehr. Der hatte diverse Auszeichnungen, der ist hochdekoriert, der war im Russlandfeldzug, der war sonst wo und hat da auch alles Mögliche. Der hat, weil er Leute gerettet hat, hat er einen Orden bekommen und dies und das. Und dann ist er bei so einer Einheit und es ist 1945, die alliierte Invasion hat begonnen und er sagt, das hat alles überhaupt keinen Sinn mehr, ich gehe jetzt heim. Und das finden die anderen nicht so toll, speziell der Chef von dieser Einheit, der so ein SS-Mann, Alexander Scheer spielt den und der sagt, ja, hier Fahnenflucht und so weiter und die wollen ihn aufknüpfen und das machen sie dann auch und er wird aber gerettet von einer jungen Frau und parallel dazu, also diese SS-Truppe, die da unterwegs ist in dem Hinterland, die möchte in einen bestimmten Ort gehen, der, ich glaube, so, wenn ich den so richtig verortet habe, ist der irgendwo, ja, Mitteldeutschland, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, so die Drehe, so gefühlt Brandenburg vielleicht sogar, ich weiß nicht, es wird nie so richtig gesagt, wo das sein soll, aber es werden manchmal so ein paar Richtungen genannt und ja, jedenfalls dieser kleine Ort, in den sie sich dann begeben, da soll es oder da hat es eine jüdische Familie gegeben, die aus dem Haus getrieben wurden und eben ins Lager verbracht wurden. Und die sollen angeblich Gold gehabt haben, weil sie sich mit diesem Gold freikaufen wollten. Und diese SS-Einheit, die hat davon erfahren und ist auf dem Weg dahin. Und das weiß natürlich der Deserteur Heinrich, der weiß das auch. Und er überlebt dann, er wird ja gerettet von der Bäuerin Elsa, die aber ganz schön tough ist. Und die Bäuerin lebt auch in diesem Ort, also es ist ganz in der Nähe, wo das gewesen ist, dass er gesagt hat, ich mache da nicht mehr mit. Und dann kommt es zu einem riesigen Showdown in diesem Ort, denn es stellt sich raus, das Gold ist nicht mehr da. Und was ist damit passiert in diesem Ort? Und da sind halt dieser Bürgermeister, der ist noch ein strammer Nazi und so weiter, der ja, befolgt dann noch die Befehle von diesen SS-Leuten und es werden einige, also die stellen auch fest, dass der Deserteur gar nicht tot ist und dann suchen die den auch und es werden einige Leute aufgerieben, viele Nazis segnen das Zeitliche, hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Film. und kann man sich mal angucken. Also es ist natürlich auch ziemlich blutig, ziemlich dramatisch. Es ist jetzt nicht so ein witziger, gut pointierter Film wie Bang Boom Bang. Es ist eher eine Videotheken-Action-Komödie, würde ich es jetzt nicht nennen. Es hat schon ein paar lustige Szenen, die da so passieren, aber die sind eher so absurd lustig, dass da irgendjemand auf lustige Weise stirbt oder so oder irgendwas Lustiges passiert. Und ja, das ist auch alles so überzeichnet, dieser SS-Sturmbannführer, der hat auch nur so ein halbes Gesicht, das deckt er immer ab mit so einem Plastikgesicht, da hat er da immer drüber und diese Bäuerin Elsa, die löst bei ihm dann auch romantische Gefühle aus und er weiß aber nicht, dass sie den gerettet hat und so. Also insgesamt, ich fand den schon unterhaltsam, den Film und ich mag halt auch so diese Peter Torwart-Filme, die auch so ein bisschen abseits vom Mainstream sind und mir wäre er fast entgangen. Kann man sich auf Netflix angucken. Wie gesagt, ist sehr drastisch. Teilweise blutig, drastisch. Also fliegt einiges weg. Und ja, der große Wurf ist es nicht. Also es wird jetzt nicht ein Kultfilm wie Bang Boom Bang. Aber was man sich durchaus mal angucken kann. Und wer Netflix hat, hat das ja quasi mit drin. Ja, ich gebe mal 6,5 von 10. Kann man durchaus gucken. Sisu fand ich ein bisschen besser, weil das irgendwie frischer war was Neues und ja, aber hier, die Charaktere sind auch extrem cool. Ich kannte, ich glaube, fast niemand von den Darstellern. Ich gucke auch nicht so wahnsinnig viele deutsche Filme, aber ich glaube, wenn man häufig mal deutsche Filme guckt, kennt man bestimmt da manche davon. Der eine, der Christian Karmann, der hat natürlich bei Bang Boom Bang mitgespielt. Den könnte man kennen. Der hat hier auch wieder eine Rolle. Ich glaube, der hat in allen Peter-Torwart-Filmen eine Rolle. Vielleicht mal einen Blick riskieren, Chris.
oder nicht? Ja, ja. Hat ja auch eine entspannte Laufzeit, glaube ich. Das war so ein 90-Minuten-Film oder so. Also komplett heiß hast du mich jetzt nicht gemacht. Aber nee. Nazis abmetzeln? Nee. Tja. Naja. Vielleicht kann man sie auch bekehren. Okay. Good luck. Ich weiß nicht, ob ich zur Serie... Ich habe es jetzt schon seit Ewigkeiten drin. Ich sag mal was zur Serie. Serien. Also eher eine Serie. The Sympathizer. Schon mal was gehört davon? Nö. Nee? Nö. Was ist denn hier los? Du hast so Sky. Da konnte man doch eigentlich fast nicht entgehen. Da lief doch ständig die Werbung und es wurde dann beim Sky Q Receiver dann immer eingeblendet. Hier, das müssen Sie unbedingt mal gucken. Ich bin im Prüfungszeitraum, Junge. Ich bin froh, dass ich den Beverly Hills Cop gesehen habe. Ja, stimmt natürlich. Okay. In drei Etappen. Also, The Sympathizer. Der neue Film mit Robert Downey Jr. Iron Man. Okay, dann will ich ihn doch sehen. Iron Man. Nicht Film, Entschuldigung, Serie. Gedreht von, jetzt kommt's, dem koreanischen Regisseur Park Chan-wook, der ja zum Beispiel Oldboy gemacht hat und Lady Vengeance und noch etliche andere richtig gute Filme. Und man kann dann schon so ein bisschen erahnen, also koreanischer Regisseur dreht einen Film über mehr oder weniger Vietnam zur Zeit der amerikanischen Besetzung, die aber ja kurz davor stehen vor der entscheidenden Niederlage in Saigon. Und Robert Downey Jr. spielt eine Doppelrolle. Er spielt zum einen einen amerikanischen Spion oder Geheimagent oder sowas, der dort tätig ist, der dort auch Kontakt unterhält mit diversen Personen, und einer davon ist aber so ein Doppelagent, und der arbeitet auch für den Vietcong, und das ist die Hauptfigur des Films, der Hoa, der Hoa. Und ja, Hoa heißt der, genau. Hoa. Und das basiert auf einem, jetzt muss ich kurz gucken, Adaption von Vietnamesischen Roman. Okay, also nicht keine wahre Begebenheit. Okay. Und es ist dann so, sie haben in Vietnam, in Saigon, Beziehungen in höchste Kreise bis hin zum General, und der quasi die ganzen da alle befehligt und so weiter, und der da auch tätig ist unter der amerikanischen Herrschaft, der natürlich auf dem Schleudersitz sitzt, weil wenn die Vietcong das zurückerobern, ist er natürlich der Erste, dessen Kopf rollt und so. Und da gibt es dann auch Bestrebungen, dann so die Leute alle auszufliegen, bevor sich dann die Amerikaner zurückziehen. Und unser Doppelagent, der will eigentlich, ja, nachdem er seine Tätigkeit, nachdem quasi sein Team gewonnen hat, um es mal so zu sagen, nachdem Saigon zurückerobert ist und Vietnam wieder in der Hand der Vietcong ist, will er eigentlich dann aufhören damit, weil er sagt, okay, dann ist ja meine Tätigkeit erledigt, aber er wird dann dazu gezwungen, mit diesem General, der ins Exil geht nach Amerika, mitzugehen, um zu erfahren, ob der vielleicht irgendwie was plant, dass die quasi eine Konterrevolution machen wollen oder sowas, dass der irgendwann wieder zurückkommt, mit Hilfe von Amerika zum Beispiel. Und so wird er halt mit nach Amerika gesandt. Das Ganze ist eine A24-Produktion, und Chris, wir hatten ja letztens schon mal drüber geredet, die A24 sind immer sehr speziell. Also wir hatten ja, weiß nicht, so X und Pearl und so weiter waren ja solche Sachen, aber auch andere Sachen, die wir da hatten, die A24 waren, die sind halt immer nicht mainstreamig. Und das ist hier auch auf gar keinen Fall Mainstream. Man muss da schon ein bisschen Geduld mitbringen, weil es entwickelt sich teilweise sehr langsam. Und es lebt, oder wie viele A24-Produktionen, ist hier der Weg das Ziel. Ist wie bei Civil War. Es geht jetzt nicht darum, wer ist nun eigentlich die eigentliche Partei und wer gewinnt da und was, sondern es geht eher um den Weg der Personen. Und genauso ist es hier auch. Es geht darum, was passiert da, wer macht da welche Intrige, wer hat was vor und wie funktioniert das, und dann natürlich auch ein Zeitgemälde der damaligen Zeit, was da alles so gewesen ist. Und
ist kein einfaches Ding. Ich habe es noch nicht ganz durchgeschaut. Ich bin da immer noch dran, weil da geht jede Folge auch so eine Stunde. Das ist natürlich immer ein ganz schönes Brett. Und wenn da wirklich viel drin steckt, dann kann man da nicht einfach so 4-5 Sachen hintereinander gucken, sondern ich gucke da immer mal eine Folge. Ich habe dann schon manchmal ein bisschen Probleme, dass ich schon kaum noch weiß, was alles vorher war, weil da echt, echt viel drin ist. Also viel Story reingepackt. Aber ja, ist auf jeden Fall sehenswert. Tolle darstellerische Leistung. Würde mich nicht wundern, wenn das irgendeine Nominierung bei den Primetime Emmys oder so bekommt. Für Robert Downey Jr., der spielt auch wieder großartig und die anderen aber auch in der Serie. Und jetzt ist die momentan verfügbar bei Sky, The Sympathizer. Ruhig mal reinschauen. Klingt gut. Okay. Ich guck gerade mal, hab gerade hier offen, was Top Movie auf Netflix übrigens, XLF, wer hätte es gedacht, weltweit. Mhm. Absolut. Platz 2 ist A Family Affair weltweit. Mhm. Und bei Shows weltweit ist Supercell. Habe ich noch nie davon gehört. Doch, habe ich gesehen. Das sind Hier im Londoner Freunde Süden. Sowas, ja, genau, die Superkräfte haben. Ah. Und irgendeiner bringt die zusammen, um die Liebe seines Lebens zu retten. Was? Okay, also bis zu einem bestimmten Punkt hattest du mich und dann hast du mich wieder verloren. Ja, genau, das kriegst du nämlich auch. Ich habe auch gedacht, so, the fuck is this? So, ja, es wirkt halt sehr, sehr, sehr geklaut. Also ich habe so einen kleinen Trailer gesehen und das ist also sowas von hart geklaut von Flash, das geht schon gar nicht mehr. Also pff. Von Flash? Ja. Okay. Also von dem, der schnell laufen kann. Also, ja genau, weil der davon. Typ ist auch super schnell und. Ach so. Ja. Ja, aber gut. Ist hart. Klingt doch ganz hart. Interessant, oder? Ist keine nicht? Ahnung. Vielleicht gucke ich mal rein. Wenn das so ein Erfolg ist, wenigstens mal eine Meinung bilden dazu. Ja, eine kleine Empfehlung für Serienneustarts. Es startet nicht viel Neues. Jetzt habe ich gerade mein Tab weggeklickt hier. So, was war das? Shift-Steuerung T. Kann man den Tab wieder öffnen? Genau. Under the Bridge startet auf Disney Plus. Da geht's. Das basiert auf einem Buch der gefeierten Autorin Rebecca Godfrey. Die schildert die wahre Geschichte der 14-jährigen Rena, die im Jahr 1997 auf dem Weg zu einer Party verschwand und nie wieder nach Hause zurückkehrte. Die aus der Perspektive von Godfrey und einer örtlichen Polizistin erzählte Serie führt uns in die verborgene Welt der Mädchen unter Mordanklage und enthüllt erschreckende Tatsachen über den unwahrscheinlichen Mörder. Das ist so True Crime, so ein bisschen im Romanstil geschrieben. Könnte nicht uninteressant sein, Disney Plus. Die Hauptrolle, oder es spielt zum Beispiel auch mit Archie Panjabi, durfte man erkennen, Lily Gladstone, Riley Keo, also die Besetzung ist auch ziemlich gut. Dann startet eine Serie neu auf Netflix. Achso, wann startet die? Habe ich nicht gesagt. Die startet am 10. Juli, quasi in 3 Tagen. Dann startet auf Netflix eine Serie Doppelleben. Ein Vorzeigeschüler führt ein Doppelleben in der Welt des Verbrechens. Als eine Mitschülerin von seinem Geheimnis erfährt, droht sein Kartenhaus zusammenzubrechen. Das klingt doch auch. Ja? Ist wahrscheinlich auch eine koreanische Serie von den Namen her. Und da wissen wir ja, das ist manchmal ziemlich abgefahren. Und gerade auch auf Netflix gab es ja da einige gute dabei. Und dann startet hier noch eine Serie, da habe ich überhaupt keine Informationen. Auf Apple TV Plus, die heißt Me. Da weiß ich gar nichts. Habe ich gerade auch versucht, was rauszufinden. Nichts gefunden. Wer weiß. Sure. Aber Apple TV Plus, die haben eigentlich auch immer gute Serien. Ich habe letztens mal irgendwo einen Blogartikel gelesen, einen englischen Blogartikel. Apple TV Plus is the new HBO. Es gab ja mal eine Zeit des goldenen Fernsehens mit HBO, mit Sopranos und was nicht alles und auch die späteren Sachen, die dann kamen mit Sex in the City und Entourage und wie es alles hieß. Es waren ja alles HBO-Produktionen und da hat jemand so einen Vergleich gezogen mit den aktuellen HBO-Produktionen. Bestes Beispiel hat man heute als Sneakfilm Am I Okay, HBO Max. Und mal zum Vergleich, was jetzt Apple TV abliefert, das ist schon echt eine andere Hausnummer. Und
ich neige dazu, ihm zuzustimmen mit dem Artikel. Apple TV Plus ist the new HBO. Hm. Ja, auch einen neuen Trailer, der heute rauskam. Ich habe ihn mit verlinkt auf kinocast.net, der Trailer zum Formel 1 Film mit Brad Pitt ist heute rausgekommen. Ja. Der sieht gar nicht mal schlecht aus. Also sieht nicht so scheiße aus wie dieser Sylvester Stallone Driven Film, der ja auch irgendwie im Formel 1 Umfeld gespielt hat, wo sie die ganze Zeit nur auf dem Lausitzring im Kreis gefahren sind und das dann haben aussehen lassen, als wäre es Monaco. Sondern hier, das sieht, der Trailer hat mich mitgerissen, muss ich sagen. Also ich glaube, der wird richtig gut. Ist auch eine Apple TV Produktion, wird aber von Warner in die Kinos gebracht und das, also ich glaube, den möchte ich gern sehen. Der kommt aber erst Sommer 2025. Sieht aber extrem gut aus. Hast du den schon gesehen, den Trailer? Ja, den Trailer habe ich gesehen und ich kann mal gucken. Also, ja. Oh. Ich fand es ein bisschen schwierig. Ja, mal schauen, wenn dann. Das war jetzt erstmal so der erste Trailer, so fast ein Teaser. War ein bisschen mehr als ein Teaser. Mal gucken, was dann noch so kommt. Okay, wir haben eine Playlist auf Spotify. Nicht nur die für den Kinocast, wo in unseren neuen Folgen immer erscheinen, sondern auch eine Playlist, die da heißt Kinocast Songs. Und da packen wir immer Songempfehlungen drauf. So auch heute. Music. Ich habe leider nicht. Ja, sorry. Music. Ah, ich habe leider nicht diese Version gefunden, die im Film kam. Ich weiß nicht, von Billy Idol, Hot in the City. Die hatten so eine neue Version, die so ein bisschen einen anderen Beat hatte und wo noch jemand mit dazu gerappt hat, wo eigentlich nur der Refrain war. Ich habe es nicht gefunden. Ich packe einfach mal die Originalversion von Billy Idol, Hot in the City. Das lief ja bei so einer Fernsehserie mit Richard Grieco. Kannst du dich erinnern, lief das ja. Titelsong. Wie hieß die eigentlich? Ich google es mal. Ahnung, sag mal deinen Filmtipp, ich google es dabei. Nein, Filmtipp, ich mache mal einen Musiktipp, lieber. Ich habe aus dem Film Am I Okay, mit dem wir heute die Sendung hier eröffnet haben, habe ich Kim Petras und Hard to Break. Komm ich gar nicht erinnern. Das war bei der, wo sie da in der Disco waren, in der Frauendiskothek. Da lief der. Ach so. Ja, okay. Ja, die waren in einer Frauendiskothek, okay. Jetzt weiß ich wieder, wie es heißt. Und zwar war das ein Spin-off der Serie 21 Jump Street und die hieß Booker. Die war gar nicht mal schlecht. Richard Grieco. Hatten damals alle Mädels, die ich so kannte, hatten so ein Poster von dem. Weiß ich irgendwo hängen. Ja, wer es noch kennt. Okay, ich packe unsere beiden Songs auf die Playliste. Dürft ihr gerne alle abonnieren. Und wenn ihr das jetzt irgendwo gehört habt und habt bis jetzt durchgehalten, vielleicht sind wir ja ein paar Sternchen wert auf der Plattform, wo ihr es gerade gehört habt, wo auch immer das ist. Wenn es Spotify ist, dann irgendwie kann man da voten und ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Brauche ich euch ja nicht erzählen. Und wenn euch was unter den Nägeln brennt, wenn ihr sagt, hier, da habe ich eine Anmerkung dazu, geht einfach auf kinocast.net. Hat die letzte Woche auch der Baha sehr regelmäßig getan, hauptsächlich zu den Trailern, was kommentiert. Geht am besten dahin, weil auf anderen Plattformen ist immer so schwer, da kriegt man dann keine Notification und so. Wenn ihr auf kinocast.net, dann kriege ich sofort einen Hinweis. Ich habe zum Beispiel letzte Woche auch den neuen M. Night Shyamalan Trailer verlinkt, Trap, No Way Out, der übrigens extrem gut aussieht, der Trailer. Da hat der Baha auch kommentiert. Ja, schaut es euch mal an und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bin sehr gespannt, was morgen in der Sneak läuft. Ich hoffe, das klappt alles und vielleicht wissen wir dann auch schon, wer Europameister ist im Fußball. Mal gucken. Mal gucken. Ist nicht am Sonntag ist das Finale? Dann wissen wir es noch nicht, aber es hängt davon ab, wann wir aufnehmen. Du hoffst immer noch auf die Franzosen, oder? Nee, die spielen so scheiße, ey. Die Engländer auch. Also. Ja, ey, echt mal, also mein Herz schlägt ja für Frankreich, aber ich hätte es ehrlich gesagt so schlecht, wie die jetzt die ganze Zeit gespielt haben. Wenn die ausgeschieden wären, ich wäre nicht mal nennenswert traurig gewesen. Wirklich. Weil die haben so scheiße gespielt die ganze Zeit. Kriegen kein eigenes Tor hin. Was soll das? Also, ich könnte mich aufregen, ey. Wahrscheinlich schaffen sie es sogar noch. Und dann werden wieder alle sagen, mit der Spielweise, ganz furchtbar und so. Naja, mal schauen. Vielleicht finden sie ja jetzt mal irgendwie das Tor. Mal gucken. Die L'Equipe Tricolore, aber das sage ich jetzt, um dich auf die Palme zu bringen. Ah, furchtbar. Diese Kommentatoren, ey. Was lernen die eigentlich? Also,
Aber ich habe gegoogelt, das ist tatsächlich so ein deutscher Begriff halt. Also. Ja, das ist. Ich weiß nicht, warum die Fußballkommentatoren immer Equipe Tricolore sagen. Das klingt ja sogar französisch, aber das ist nicht französisch. Was soll das? Oh, das ist so wie Handy. Gehst du auch nicht in nach England oder in Amerika und redst von deinem Handy, denkt jeder. Ja, der Handyman ist halt was anderes in den USA. Ja. Aber ja, sei es drum. Irgendwann werden es die Kommentatoren auch noch nennen. Ich habe es bei dem einen, habe ich es mal getwittert und so und habe das dann verlinkt und dann hat der Kommentator, ich berufe mich darauf, dass das mein Einsatz war. Ja, also ab da hat er es nicht mehr gesagt, da hat er tatsächlich Le Bleu gesagt und nicht Equipe Tricolore. Ich weiß nicht, ob es mein Einsatz war, vielleicht die Welt ein klein bisschen besser gemacht. Ja, in dem Sinne, macht die Welt ein klein bisschen besser da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis bald im Kinocast.